Kennst du dieses komische, merkwürdige Gefühl, als wenn dich jemand verfolgt, aber da ist eigentlich gar niemand? Genau dieses Gefühl kennt James, unser Hauptcharakter, auch mit einem Unterschied. Er wird tatsächlich verfolgt, und zwar von einem Monster namens Sinister. Und gerade heute hat James dieses wichtige Date und da ist Sinister natürlich auch dabei. Doch dann macht James eine Entdeckung, die sein Leben für immer verändert. Asthma bronchiale ist eine chronische Erkrankung, bei der sich die Atemwege kurzzeitig oder aber auch dauerhaft verengen. Symptome können zum Beispiel Husten, Atemnot und vor allem das pfeifende Ausatemgeräusch sein. Vom schweren Asthma spricht man, wenn die Beschwerden trotz intensiver Therapie und langzeitiger Therapie nicht mehr kontrollierbar sind. Wir möchten auf unterhaltende Weise einen Blick auf das Krankheitsbild geben. Wir möchten das Publikum sensibilisieren und den Leidensdruck Betroffener darstellen. Außerdem möchten wir mit dem Film auch andere Behandlungsmethoden zeigen, die momentan nicht so häufig verwendet werden. Suspirium soll den Spirit der 80er Jahre verkörpern. Und um diesem Vibe treu zu bleiben, wird unser Monster Sinister auch nicht animiert werden, sondern in liebevoller Handarbeit von Profis gebaut. So haben wir unter anderem den renommierten Creature-Designer Chris Creature an Bord, der unserem Sinister mithilfe von Animatronics Leben einhauchen wird. Auch im Musikdepartment haben wir etablierte Artists am Start, so wird Remy, ihr kennt ihn vielleicht eher als The Algorithm, unseren Synthwave-Score und Soundtrack komponieren. Wir verfolgen aktiv das Ziel, eine nachhaltige und diverse Produktion zu sein. Das heißt für uns zum Beispiel, dass wir unsere Head-Positionen vorrangig Flinter besetzen möchten und dass wir außerdem mit einer Nachhaltigkeitsberatung zusammenarbeiten und so ein Nachhaltigkeitskonzept erstellt haben, mit dem wir den Film auch grün produzieren können. Wenn ihr auch findet, dass das Thema mehr Aufmerksamkeit braucht und ihr unser Konzept feiert, dann unterstützt uns jetzt auf Start Next.